Güstrow erleben. Gewohnt anders. Mit der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Bereits zum 700. Mal lädt die Wandergruppe Ernst Barlach alle Wanderfreunde zu einer neuen Entdeckungstour ein. Ziel ist diesmal die Kleinstadt Schwan, die an der idyllischen Warnow liegt. Treff ist am Donnerstag, dem 21. Februar um 8.50 Uhr am Bahnhof Güstrow. Am Freitag, dem 22. Februar, wird unter dem magisch klingenden Namen Panterei, alles fließt, die erste Ausstellung des Jahres in der Städtischen Galerie Wollhalle eröffnet. Anlässlich seines 80. Geburtstages werden Fotografien von Uwe Seemann dort zu sehen sein. Beginn der feierlichen Eröffnung ist um 18 Uhr. Im Rahmen der Winterferien führt das Kinder-Jugend-Kunsthaus wieder eine Holz- und Druckwerkstatt durch. Kurzentschlossene Hobbyhandwerker können sich am Montag oder Dienstagmorgen in der ersten Ferienwoche ab 10 Uhr im Kunsthaus einfinden. Jeweils von 10 bis 14 Uhr kann dann an beiden Tagen unter fachlicher Anleitung das Holz zurechtgesägt und gezimmert werden. Auch für eine Mittagsverköstigung ist gesorgt. Erleben Sie Güstrow mit freundlicher Unterstützung der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Informationen zur WGG erhalten Sie unter 03843 7500 oder auf www.wgg-güstrow.de.